Was geht, YouTube, und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns das Plugin TrackGod mal einmal genau angucken. Ich werde euch eine Review geben und am Ende des Videos natürlich wie immer eine Kaufempfehlung, ob ich das Plugin empfehlen würde oder nicht. Ich werde euch natürlich die Vor- und Nachteile sagen, so wie immer. Und je, ich würde gerne sagen, wir labern gar nicht lange drum rum. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, zu welchem Plugin ich das noch machen soll. Und abonniert den Channel, wenn ihr rund ums Thema Producing nichts mehr verpassen wollt. Würde mich wirklich sehr freuen und ist kostenlos. Deswegen, je, let's go, wir gehen straight into it. TrackGod sehen wir hier, habe ich schon geöffnet. Hier ist schon mal die Default Bank offen, die direkt kommt, wenn man das Plugin runterlädt. Auch wenn man die Free-Version hat, das ist was ich am Anfang direkt sagen möchte. Zu TrackGod gibt es eine Free-Version. Und die könnt ihr komplett kostenlos runterladen. Und da habt ihr diese Bank hier, die Default-Bank, sonst nichts. Aber ich glaube, die sogar komplett, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht, naja, ich glaube, es müsste komplett sein. Vielleicht ist es ein bisschen abgespeckt, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass es komplett ist. Deswegen kann ich sehr empfehlen. Hier sind einige coole Sounds drin. For free kann man echt nichts dagegen sagen. Außerdem könnt ihr so das Plugin ein bisschen ausprobieren. Ich zeige euch einfach mal ein paar Sounds, die hier drin sind. Da wisst ihr, wie das klingt. Finde ich, ist ein cooler Soundpower für einen geilen Beat draufbauen. Finde ich jetzt nicht so geil. Wir sehen hier echt viele coole Sounds, die man auf jeden Fall benutzen kann. Kann man nicht zu sagen, also for free auf jeden Fall definitiv runterladen. Meine Empfehlung. Aber kommen wir jetzt zur Paid-Version und ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem Kontra-Argument an. Und das ist einem etwas kleineren, aber wir fangen mal damit an, dass die Banks nicht richtig gespeichert werden. Das heißt, beziehungsweise die Presets nicht richtig gespeichert werden. Wenn ich mir jetzt hier ein Preset aussuche, ich habe jetzt hier dieses Organ Magic, und ich mache jetzt mein FL Studio zu und öffne es dann wieder, dann ist zwar mein Organ Magic noch ausgewählt, also das Preset, was ich genommen habe, ist noch ausgewählt und es spielt noch alles ab, alles gut, aber wenn ich dann hier auf Weiter klicke, dann bin ich automatisch wieder am Anfang, also dann bin ich hier in der Default Bank einfach. Das heißt, wenn ich irgendeine andere Bank ausnehme, dieses Preset, das wird dann geöffnet. Drücke ich aber einmal auf Weiter, bin ich automatisch hier in der Default Bank. Das ist ein bisschen kacke, ist aber auch nicht der Riesennachteil, da wenn ich weiß, ich habe jetzt hier das Preset Vocal AE14, dann wähle ich das einmal hier aus. Ich klicke dann direkt ins Kit, Hype Man 1 oder 2, ich weiß gar nicht, wo es war. Hier müsste es, glaube ich, sein. Und dann Vocal AE14, wähle das aus und dann kann ich auch ganz normal weiterklicken. Dann funktioniert das. Ist aber ein kleines Manko, was ich habe. Kann tatsächlich auch sein, dass es daran liegt, dass ich auf Mac arbeite. Mit dem neuen M1-System bin ich mir nicht ganz sicher, aber möchte ich hier einmal anmerken. Deswegen, das ist definitiv ein kleiner Nachteil von dem Problem, von dem Plugin. Ein riesen Vorteil hingegen ist aber der Preis. Also das ganze Ding kostet 50 Euro. Man kann sich dann später noch für mehr Geld weitere Banks kaufen, aber erstmal das Plugin mit diesen ganzen Banks, die hier sind, kostet 50 Euro, was wirklich nicht zu viel ist für ein Plugin. Also da kann man nichts drüber sagen. Es gibt wenig Plugins, die so günstig sind. Und vor allem sind hier auch relativ viele hochqualitative Sounds drin. Deswegen für 50 Euro kann man sich da echt nicht beschweren. Das ist echt nicht zu viel für das Plugin. Problem ist aber, muss ganz ehrlich sagen, einige Banks sind echt Trash. Also diese Hype Man Kits, so die kann man mit Sicherheit cool verwenden, so, aber... Right. Smoke. Sound. Squad. So, also, ich weiß nicht, ich habe das noch nie in einem Beat verwendet. Ähnlich wie diese Crystal Bells hier. Die gefallen mir einfach irgendwie nicht so. Das ist einfach nicht mein Taste. Vielleicht findet ihr die voll geil, aber ist auf jeden Fall was, was ich sagen muss. Also, das klingt echt nicht so... Das Preset ist actually cool. Auch in Ordnung, aber hier die beiden schon wieder, die klingen echt nicht geil so, also da weiß ich auch nicht, was man damit großartig anfangen soll, da vor allem diese ganzen, ich glaube drei Hypeman Kits hat man, vier sogar insgesamt, die bringen echt nicht viel, also da muss man sagen, man kauft dann zwar relativ viele Banks, aber einige Kits sind echt schwach, also da sind dann wenige coole Sounds drin, muss man auf jeden Fall sagen, aber es gibt einige sehr coole Sounds, zwar meine Lieblingsbank ist diese hier, ich zeige euch die einmal, wo ist sie jetzt, E-Tones, diese hier, da finde ich, sind sehr viele coole Presets drin, ich zeige euch einfach mal ein paar.
hören wir es auch direkt. Die Sounds sind einfach extrem geil auf so richtig schöne Dark Trap Beats angepasst. Also dafür findet ihr hier wirklich unglaublich viele Sounds. Also wenn das euer Genre ist, würde ich euch das Plugin auf jeden Fall empfehlen. Weil, das ist ja auch das, womit ihr in den Werbungen immer werben, das ist das Plugin für Trap Beats. Es gibt nicht wie in Omnis hier einige Sounds, die man für Trap Beats verwenden kann, sondern alle Sounds sind ausschließlich, also nicht ausschließlich, sondern speziell für Trap Beats konzipiert worden. Das heißt, wenn ihr diese darken Trap Beats macht, dann ist das Plugin wirklich Gold wert für euch, weil da findet ihr so viele geile Sounds, mit denen ihr einfach diese darken Trap Beats bauen könnt. Also da auf jeden Fall klare Empfehlung. Die Sounds kann man aber auch gut für andere Sachen verwenden. Hier sind einige Plugins drin, die kann man für Synth Beats die kann man für Synth Beats sehr geil verwenden. Also ich würde nicht sagen, dass man mit dem Plugin nur darke Trap Beats bauen kann, aber gerade dafür eignet es sich natürlich extrem. Alles in allem kann man sagen, in dem Plugin sind zwar einige Banks drin, die ich echt nicht so empfehlenswert finde, allerdings sind da relativ viele hochqualitative Sounds drin, die man für diesen Preis auf jeden Fall nicht zu teuer bezahlt. Also es ist echt günstig, so wenn das Plugin jetzt 200 Euro kosten würde, wäre es was anderes. Aber für 50 Euro würde ich sagen, lohnt es sich auf jeden Fall, das Plugin zu holen. Also da kann man nichts sagen. Und was man auf jeden Fall machen sollte, ist sich die Free-Version runterladen, weil da kriegt ihr coole Sounds, komplett for free, hochqualitativ, kann man nichts sagen. Und wenn euch das Plugin dann gefällt, könnt ihr es ja immer noch für 50 Euro kaufen. Wie gesagt, vor allem dieses E-Tones verwende ich sehr häufig, sehr coole Sounds, kann man auf jeden Fall sehr gut mitarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung, da würde mich sehr freuen. Genauso wie ein Kommentar, es tut mir leid, dass ich das immer anspreche, aber es ist einfach extrem wichtig für den Algorithmus und wenn euch die Videos gefallen, die ihr mich unterstützen wollt, wäre das sehr geil, wenn ihr das machen würdet. Genauso wie den Channel abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.